Hallo, hier ist der spooXe und ich möchte euch zeigen, wie eine Picktasche geschlossen wird. Man nimmt dazu das Oberteil, zieht das Oberteil über die Werkzeuge, schlägt dann von links und auch von rechts ein wenig ein. Wir haben hier einen Teil des Hook- und Loop-Bandes. Und hier den anderen Teil. Diese beiden Teile fügen wir nun einfach zusammen, packen den Schutz rüber und fertig. So einfach geht das. Ich zeige es mal an einer leeren Tasche. Hier ist die leere Tasche, eine große Tasche mit dem Aufdruck Zivilschutzbund, ZS-Bund, original und recycelt. Hier sind normalerweise die Werkzeuge drin. Es ist ausreichend Platz für viele Werkzeuge. Ich klappe um. Ich klappe ein. Lege hier diesen Klettbandschutz nach rechts hinüber. Diesen anderen Klettbandschutz auch nach rechts. Und füge diese beiden Klettbänder zusammen. Und schon steht die Tasche wieder. Und hier habe ich mein Werkzeug drin. Das gleiche zeige ich nochmal an dieser kleinen Tasche. Oder besser gesagt der mittleren Tasche. Sie ist kleiner, diese Tasche, als die große Tasche. Aber es ist die mittlere Tasche. Gleiches Prinzip. Ich schlage um, klappe ein. Beide Seiten müssen sichtbar sein. Beide Bänder sind zu sehen. Klappe um, füge die beiden Seiten zusammen, fertig. Und das gleiche machen wir auch mit dieser ganz kleinen Tasche, mit dem gelben Band, mit dem gelben Gummiband. Klappe zu, ich schlage ein, ich drehe es, ziehe das Band hier hinüber und gut. Auf die Art und Weise werden diese Taschen geschlossen. Hier meine eigene. Vielen Dank.